Nun, es ist nicht so, dass ich überrascht bin, dass wir vor der Endzeit stehen. Denn Jesu hatte vorausgesagt, dass sein Kommen wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Keiner weiß Tag und Stunde, wann er wiederkommt. Paulus hat gesagt, das Unheil wird plötzlich hereinbrechen. Die meisten Menschen werden schlafend sein. Wenn du dich mit dem Wort beschäftigst und die Bibel liest, dann weißt du diese Dinge von selbst. Uns wurden dennoch Voraussagungen geschenkt und Indizien gezeigt, wie es sein wird in den Tagen, bevor Jeschua wiederkommt. Was wird die Atmosphäre sein? Wie wird der Aufbau sein? Gedankengut der Menschheit, die Geistigkeit etc. Wir waren also vorbereitet oder hätten es sein sollen, denn wir waren ja aufmerksam, indem wir diese ganzen Dinge gelesen und verfolgt haben. Ich kann dir aber in aller Aufrichtigkeit sagen, dass ich maßlos überrascht bin, wie schnell die Dinge vorangeschritten sind und wie schnell Dinge beschlossen worden sind und wie schnell Dinge einfach umgesetzt worden sind. Denn mehrere Szenarien hat man vor Augen gehabt. Ein Freund wird es bezeugen können, vor 20 Jahren hatten wir mal eine Reise gehabt und wir haben über diese Dinge im Auto gesprochen. Ein ruhiger, sonniger Tag war es. In Europa war es ganz ruhig, auf der ganzen Welt war es wahrscheinlich nie da einen Zeitpunkt gegeben, wo es immer ruhig war, aber über einen wirtschaftlichen Kollaps hätte man an dem Tag überhaupt gar nicht nachdenken können. Es ging der Wirtschaft gut und alles schien geordnet zu sein und dennoch wusste man, dass diese Dinge stehen geschrieben, die werden sich erfüllen. Nur wie? Und ich oder man hatte gedacht, dass gewisse Dinge müssen noch passieren. Menschen sind noch resistent, Geistigkeit ist noch halbwegs intakt. Dinge werden nicht so schnell. Es braucht noch ein bisschen Zeit und plötzlich kommt die Realität, dass die meisten Menschen scheinen überhaupt gar nicht interessiert zu sein, Dinge zu erforschen, über Konsequenzen nachzudenken, sondern tragen Dinge freiwillig mit, ohne dass es da offensichtlicher Druck gibt. Schon freiwillig machen da Leute einfach gewisse Dinge mit und unterschreiben diese oder tragen diese. Und das bringt uns zu der Bibel, die ja halt sagt, dass alle Menschen, die halt nicht den Siegel Gottes haben, das Mahlzeichen nehmen werden und die werden das Tier anbeten. Und wie das jetzt passiert, wird es immer klarer. Das heißt, wir sehen immer mehr, dass der Tag kommt, wo Jeschua wiederkehrt. Und dieses wird als Wehe jetzt gesehen. Wenn da Plagen kommen oder Strafe oder Unheil auf die Welt, es wird wie eine Wehe sein. Die geht vorüber und dann kommt die nächste. Wenn du eine Frau schon mal im Kreißsaal erlebt hast, warst vielleicht bei deiner Frau dabei, als dein Kind zur Welt kam oder Kinder. Dann weißt du, dass nach jeder Wehe, wenn sie abflacht, die nächste wird immer heftiger. Und das wird sich immer so zuspitzen, bis das Kind denn zur Welt kommt. Und auch wenn jetzt gewisse Dinge scheinbar sich wieder beruhigen werden oder scheinbar kehrt wieder Normalität ein, wie ich es heute im Radio gehört habe, dass wir nähern uns wieder Normalität, dann weiß ich ganz genau, das kann nicht sein, denn diese Dinge haben schon begonnen. Okay? Also wir sind mittendrin, dass die werden sich immer zuspitzen. Denn der Schaden, der bis jetzt schon jetzt da eingetreten ist, der ist ja jetzt schon enorm. Also generell Gedankengut der Menschen, denn um die Menschheit geht es ja. Gott will ja die Menschen retten und diese ganze Dynamik zwischen Gott und Menschheit ist ja das, worum es geht, wenn es um Drangsal, Endzeit, Mahlzeichen, Wiederkommen, Jeschua geht. Wenn wir jetzt sagen, dass generell, dass Menschen scheinbar nicht wachsam sind oder nicht wachsam sein wollen, dann gehen wir mal zu der Gemeinde, zu den Menschen, die ja die Bibel lesen, die ja Jeschua lieben, die ja den Sabbat halten und Hebräisch vielleicht oder Griechisch lernen oder ein Seminar in Theologie mal besucht haben oder Bibelschule kennen etc. oder Hauskreise gründen, da muss doch die höchste Wachsamkeit sein. Da sind Menschen wirklich spitzscharf, wirklich auf höchster Stufe und wissen gerade, was vor sich geht. Und ich möchte dir sagen, ich wünschte, es wäre nicht so, aber wenn ich dir zusammengefasst von Gesprächen erzähle, oder Briefe, die ich bekomme, oder E-Mails, die ich lese, oder Austausch, die man hält, oder Telefonate, oder Gespräche eins zu eins. Wenn ich jetzt zusammengefasst erzähle, was manchmal da vorkommt von Menschen, die in der Nachfolge sind, dann würdest du mit mir herzlich weinen zusammen. Du wirst sagen, das kann gar nicht sein. Menschen, die jetzt wirklich Jeschua lieben, die jetzt erkennen, in welcher Zeit wir sind, die beschäftigen sich gerade nicht mit sowas, würdest du sagen. Du würdest sagen, nein, das hat der Bruder zu dir nicht gesagt. Sowas würde er nicht sagen. Du würdest mir sagen, nein, das hat die Dame am Telefon nicht gesagt. Das kann sie nicht gesagt haben. Und ich würde dir sagen, es tut mir leid, aber das ist es wirklich. Also Wachsamkeit scheint nicht das höchste Gut gerade zu sein. Was also gerade ist los?
Und es gibt nicht viele Sachen, die ich mir anhöre und das ständig und stetig verfolge. Ganz wenige Brüder, wo ich denke, okay, seit 10 Jahren kennt man die, da vertraut man, was sie lehren. Es gibt nicht so viele davon, aber es gibt dennoch ein paar, die man kennt vom Namen oder von einer Predigt mal gehört oder vielleicht mal was gut fand, und die gelten als eher konservativ. Die sind mehr so angelehnt an das zu tun, was die Bibel sagt, und die würden nicht weichen. So hat man sie vielleicht in Erinnerung gehabt. Und jetzt nach und nach klicke ich auf gewisse Videos, was sagen die zur aktuellen Lage, und ich mag kaum noch weiterklicken. Denn der Tenor scheint allgemein zu sein, es ist noch nicht die Anbetung des Tieres. Noch ist es nicht das Mahlzeichen. Und ich frage mich immer, auf was warten jetzt die Menschen? Wenn du hörst, es wird ein Mahlzeichen geben, die Frage ist, auf was wartest du? Ist eine ernsthafte Frage. Wartet der Mensch darauf, dass jemand einen Stift nimmt und dann die Zahl 666 auf die Stirn schreibt? Und wenn das passieren würde, würde der Mensch plötzlich aufatmen, wenn man ihnen sagt, es war gar nicht die Zahl 666. Es war die Zahl 664. Würde der Mensch dann sagen, naja, dann war es ja nicht das Mahlzeichen. Es geht ja um diese Zahl. Ist das, worum es geht? Warten die Menschen wirklich darauf, dass das Mahlzeichen, bevor du kaufen und verkaufen kannst, muss das sein, dass du dich vor einer Statue niederneigst. Erst wenn das passiert ist, okay, wie im Buch Daniel, bei Nebuchadnezzar, dann wissen wir, es handelt sich um das Mahlzeichen. Meine Frage ist, worauf sollte ein Hirte oder ein Leiter, ein Pastor seine Gemeinde jetzt vorbereiten? Müsste er sie jetzt gerade in dieser Phase auf die Art und Weise tragen, in denen er sie belügt, dass es eine Entrückung geben wird? Und die Menschen kämpfen mit ihr und sagen, es steht aber geschrieben bei der letzten Posaune, wir werden verwandelt werden und wir werden entrückt werden in den Wolken und wir werden sein im Himmel. Ich schwör's nicht ein, als ich es mal gesagt. Und es gibt einige Leiter, Pastoren, die das lehren, belügen die Belegschaft und sagen, ihr werdet entkommen, ihr werdet vorentrückt, ihr werdet hier nicht auf der Erde sein. Und die Belegschaft glaubt diese Lüge. Gerne. Deswegen, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, dass der Zustand in der Gesellschaft, stichprobenartig von meinen Erfahrungen und anderen Brüdern geht es auch so. Und wenn du mal E-Mails schreibst, dann ist es auch so. Also stichprobenartig scheint es so zu sein, dass es stimmt für das Gesamte. Menschen wollen die Wahrheit nicht akzeptieren, auch zu den ganzen Beschlüssen, die gefasst werden. Menschen machen Dinge schon freiwillig mit, aus Angst oder aus drohender Konsequenz, weil wenn die Wahrheit stimmt, über was die Bibel über diese Dinge sagt, dann muss es ja ein Handeln geben. Und dieses Handeln wird nicht butterleicht sein. Das wird mit Konsequenz zu tun haben und etwas nicht zu machen und für etwas einzustehen. Und ehe das passiert, blockt man die Wahrheit ab. Fast jeder Zweite, wenn nicht sogar mehr, der sich im Glauben da sieht, wird dir sagen, es ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht das Mahlzeichen. Meine Frage ist, auf was wartest du? Wenn die Bibel dir sagt, dass ohne dies zu tun, wirst du nicht kaufen und verkaufen können, auf was wartest du noch? Wartest du auf äußerliche Zeichen oder reicht diese Handlung, die beschlossen wird? Also nochmal, die Frage ist, wo steht die Menschheit und auf was müsste sich die Gemeinde gerade vorbereiten? Was müsste sie jetzt tun? In welchem Zustand müsste sie sein? Auf was wartet sie? Ich würde dir gerne mal das vorlesen aus Offenbarung 13, wo es da geht um dieses Tier. Und ich sah ein Tier, Vers 1, aus dem Meer steigen. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung. So, dieses Tier, was aus dem Meer steigt, ist kein Hase, es ist kein Alligator, es ist kein Bär, okay? Es ist kein leibliches Tier. Das Wort Tier ist ein Symbol für das Reich, um welches es geht. Und dieses Tier, was aus dem Meer steigt, damit ist das Römische Reich genannt. Und das umfasst ein bestimmtes Gebiet. Kannst du dir auf der Landkarte anschauen. Wo war das Römische Reich? Wir, wo wir heute leben, wir sind inmitten dieses Reiches, was damals Rom war. Okay, heute heißt es nicht mehr das Römische Reich. Es ist schon aufgekapselt und aufgeteilt, aber da geht eine Historie mit einher.
Aber prophetisch, wenn die Bibel über die Endzeitereignisse schreibt, dann sagt es uns, dass diese Hauptbewegungen kommen aus diesem Bereich und nur aus diesem Bereich. Diese werden maßgebend sein. Heißt nicht, dass der Rest der Welt wird nicht beeinflusst. Aber Kern der Operation kommt aus diesem Bereich. Das, was die Bibel sagt. Also es ist ein Reich. Das Tier ist also ein Reich. Wenn jetzt hier steht, dass die Menschen werden das Tier anbeten, werden die Menschen jetzt dieses ehemalige römische Reich anbeten? Oder geht es darum, dass aus diesem Bereich, wo wir heute gemeinsam leben, ja, ob es Europa ist oder hier der Nahe Osten etc., das ist alles dieser Bereich, der gemeint ist. Werden Menschen jetzt diesen Bereich huldigen und sagen, das ist unser Gott? Oder geht es darum, dass Beschlüsse gefasst werden in diesem Bereich und diese werden gegen Gott gehen und Menschen werden dieses befolgen und das ist die Anbetung, die gemeint wurde? Denn die Anbetung im Biblischen, wenn hier der Johannes schreibt, ein Hebräer, dieses Prinzip anzubeten, zu dienen, heißt, dass du arbeitest im Sinne etwas. Du befolgst gewisse Dinge in einem Dienst. Das ist das gleiche Wort, was auch in der Bibel genutzt wird für Anbetung. Es gibt mehrere Nuancen in der Anbetung. Es ist das ein Palal, dass du vielleicht betest, indem du meinst, mit deinen Lippen was hergibst und was sagst oder du lobpreist. Aber allgemein gefasst Anbetung in der Bibel ist die Arbeit, die du tust, das Praktische, das, womit du am meisten beschäftigt bist den ganzen Tag. Und dieses soll Gott wohlgefällig sein. Also, das ist auch, wo das Tier eingreift, in den ganzen, was du machen willst, da wird deine Existenz bedroht. Wenn du nicht zu gewissen Dingen Ja sagst, wenn du nicht übereinstimmst, dann wird dir diese Existenz genommen, denn du sollst ja jetzt mitziehen. Aber die Bibel war, dass wenn du mitziehst in diesen Dingen, dann gehst du aber gegen Gott. Und dann ist die Chance auf Erlösung nicht gegeben. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Das heißt, dieser Bereich, der zu Rom gehörte, das ist der Bereich, wo der Feind schon immer am Operieren war. Denn zuvor war es das griechische Reich. Und das haben wir schon mal besprochen in dem Video, der Antichrist erwacht bald, wie dieses Tier einfach nur zunimmt. Und dann befinden wir uns eines Tages in diesem Endzustand dieses Reiches. Und das ist da, wo die meisten Sachen herkommen werden, okay? Die halt die ganze Welt beeinflussen werden. Also ist höchste Wachsamkeit geboten. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine Macht. Das heißt, du wirst den Teufel nicht leibhaftig sehen, aber wenn dieses Tier anfängt, kollektiv, vereint, Beschlüsse zu fassen und diese Pfeil zu geben, und du liest gerade auch weltweit, was in der Politik oder was da bei den Wahlen oder was da im Amt oder wo auch immer beschlossen wird, und du siehst die Dinge, die vor 2, 3 Jahren überhaupt gar nicht denkbar gewesen wären, vor 10 Jahren noch weniger, vor 20 noch weniger, du beschließt die neuen, du siehst die neuen Beschlüsse, die beschlossen werden, du vergleichst den Inhalt mit der Bibel, dann verstehst du, was hier gemeint ist, dass der Drache gab dieses Tier seine Macht. Denn dieses Tier spricht gerade leibhaftig, als ob der Teufel reden würde. Und viele Christen kriegen es nicht mit und beschäftigen sich mit allerlei. Denn es müsste eigentlich nur ein Thema gerade sein, wie die Gemeinschaft sich stärken könnte untereinander für diese grausame Zeit, die kommt. Denn bis jetzt sind es nur die Wehen, wie schon besprochen. Die Wehen. Das heißt, die nächsten Beschlüsse werden immer heftiger werden. Okay? Es wird immer sich zudichten mehr und mehr, bis das große Ende kommt. Also größte Wachsamkeit und Einigkeit ist eigentlich geboten. Aber die Themen, die du gerade jetzt noch aktuell in den letzten Wochen gehört hast, die geben Grund zur Sorge. Denn du wirst am liebsten den Christ fragen, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, auf was genau wartest du jetzt aktuell, dass du das noch nicht verstehst? Okay, machen wir weiter mit der Offenbarung. Und ich sah eins seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und das ist jetzt für unsere Zeit. Warum? Und sie beten den Drachen an. Du hast doch gerade gelesen, dass der Drache gab das Tier seine Macht. Das heißt, die haben den Drachen nie gesehen. Guck mal, was hier in Vers 2 steht. Und der Drache gab ihn seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Der Drache gab das Tier, dieser Bereich, der seine Befehle ausführen sollte,
Der Drache gab ihnen seine Macht. Aber es steht drin, und sie beten den Drachen an. Wie beten sie den Drachen an? Der dem Tier die Macht gab. Also was jetzt? Wussten die Menschen, dass der Drache gab dem Tier das Reich die Macht und beten ihn dafür an? Und beteten das Tier an. Das ist, wie sie den Drachen anbeten. Okay? Die Menschen beten das Tier an. Aber was ist jetzt die Frage? Werden die Menschen sich kollektiv vor das ehemalige Römische Reich verneigen und es anbeten? Denn hier steht drin, und das tun sie, und beten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Das ist interessant. Das ist, was die Kinder Israels nach der Erlösung aus Ägypten für Gott singen und sagen, wer ist Gott gleich? Und dieses, was sie Gott singen, wer ist Gott gleich, singt die Menschheit, die nicht an Gott glaubt, für das Tier. Jetzt die Frage nochmal. Werden die Menschen kollektiv in der Endzeit zusammen Hand in Hand da stehen und werden singen, wer ist dem Tier gleich und beten den Drachen an oder was ist hier damit gemeint? Und sie beten den Drachen an, der dem Tier die Macht gibt. Und beten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerung, und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Das ist traditionell, wo die Zahl der Drangsal herkommt, 3,5 Jahre. Und es tat sein Maul auf zu Lästerung gegen Gott und lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Wird der Drache das so machen oder werden die Beschlüsse das tun? Wenn der Drache das Tier seine Macht gab, dann sind die Beschlüsse, die gefasst werden, in diesem Bereich der Schlüssel. Okay? Diese Beschlüsse, in der Art und Weise, wie Menschen diese befolgen werden, das lästert gegen Gott. Die Art und Weise, wie Menschen leben und wie sie handeln, das ist, was Gott da zum Feind wird oder was die Menschen die Grundlage gibt, dass sie Feinde Gottes sind und dass sie bereit sind, den Teufel anzubeten. Das hat nichts damit zu tun, dass sie den Drachen wirklich da anbeten, sich vor dem Drachen verneigen. Sie tun etwas. Und die Frage ist zum vierten Mal würde ich gerne fragen, zu dem Christ, der jetzt sagt, das hat nichts mit Drangsal oder Mahlzeichen zu tun. Die Beschlüsse, die du jetzt gerade mit deinen eigenen Augen lesen kannst weltweit, sind die jetzt für Gott oder nicht? Und wie wirst du dich da positionieren, wenn es soweit ist? Und ihm wurde gegeben, und das ist eigentlich der Punkt, Vers 7, worum es geht, Krieg zu führen mit den Heiligen. Das ist eigentlich, die er will. Der Rest der Menschheit ist ihm ja eh schon gehörig. Um die geht es. Und dieses aus Kapitel 13 ist ein wiederkehrendes Muster. Das wirst du auch in Kapitel 12 lesen. Dass das Tier eigentlich dafür da ist, die Heiligen zu verfolgen. Okay? Denn die meisten, die halt diese Beschlüsse mitmachen, die gar keinen Widerstand leisten, die nichts überprüfen, sind ihm eh schon verfallen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Das Geschlacht ist von Grundlegung der Welt an. Hat jemand Ohren, der höre. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres. Ich will nicht alles durchlesen. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wird irgendeine Zahl ausgeschrieben? Hast du gerade vor kurzem gehört, die reden gerade darüber, da Mikrochips zu erstellen und diese sollen einimplantiert werden und dann können die Menschen halt viel schneller an Daten kommen oder Daten senden. Und während diese ganzen Dinge passiert, wirst du da immer noch sagen, dass das Mahlzeichen noch nicht da ist oder dass noch kein Grund zur Sorge ist, denn es hat noch nichts mit Anbetung zu tun. Und was diese Menschen meinen, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Aber dadurch muss doch offensichtlich sein, welcher Geist er leitet. Wenn dir jemand sagt, dass Anbetung, die hier gemeint ist, ist, dass du dich wirklich vor etwas niederneigen sollst. Und ich sage dir, das mag sogar kommen.
Wahrscheinlich würde das sogar mit reinspielen, denn Anbetung ist ja das Ziel, worum es hier geht. Betest du Gott an oder nicht? Aber darüber gesetzt in der Anbetung, wenn der Hebräer Anbetung meint, dann ist sein Alltag die Anbetung. Das, was er tut, ob die wohlgefällig sind, macht er diese Dinge auf eine Art und Weise, die Gott wohlgefällig sind. Und jetzt wird dir die Lebensexistenz genommen oder zumindest wird die angedroht, dir entnommen zu werden, wenn du nicht gewisse Dinge auf eine Art und Weise machst. Und jetzt müsstest du die Art und Weise überprüfen, ob die Gott gefällig sein könnte. Die meisten Christen, viele, die meisten würde ich sogar sagen, die ich mal gedacht habe, na, die werden standhaftiger sein. Noch vor ein paar Wochen, auch Menschen, die nicht im Glauben waren, haben sich ein paar Sachen angeschaut, haben Entscheidungen getroffen, haben dann gesagt, na, wir werden diese Dinge nicht machen. Wenn es so weit kommt, das machen wir nicht mit. Damit stimmen wir nicht überein, da können wir nicht freiwillig Ja sagen. Fast alle, die ich kenne, die gesagt haben, wir werden dies und jenes nochmal überprüfen, sind schon mittlerweile dabei, dass sie es gemacht haben. Okay, also so lange war der Widerstand gar nicht. Binnen 2-3 Wochen hat sich das gekippt. Wie wäre es dann, wenn wirklich Druck kommt und wir sind schon jetzt in einer Phase, wie schon gesagt, in einer Wehe, okay? Es flacht immer nur ab, dann wird es höher und die Menschen kriegen es aber nicht mit, weil in der ersten Wehe, wenn sie schon so schläfrig sind, warum sollen sie plötzlich wacher sein bei der zweiten Wehe? Also höchste Wachsamkeit ist geboten und die Plagen haben begonnen. Der Schaden ist jetzt schon immens. Und ich hoffe, dass das ein Weckruf ist. Wahrscheinlich wird, das ist immer frappierend, wahrscheinlich kriege ich in den nächsten 2 oder 3 Wochen, vielleicht Monate, wieder Nachrichten, wo ich denke, aber spätestens jetzt wird sich keiner mehr Gedanken darüber machen, wo wir gerade stehen. Jetzt haben wir nur noch Themen wie Einigkeit, uns vorzubereiten, denn die Vorbereitung, die jetzt notwendig ist, ist, dass wir inwendig vorbereitet sind auf das Reich Gottes, dass wir wissen, dass es eine Lüge ist, dass wir vorentrückt werden. Das steht nirgends in der Bibel. Kannst du nicht beweisen. Bin bereit, mit jedem Pastor auf diesem Planet vor der Kamera das zu besprechen. Ich bin keiner, der debattieren möchte, aber jederzeit keine Thematik. Das ist ein ganz klares Thema, was in der Bibel überhaupt gar nicht gegeben wurde oder geschrieben wird. Also gar kein Problem, kann man machen. Ist eine Lüge. Keiner wird vorentrückt. Okay? Yeshua bringt das Reich hier auf diese Erde. Und die einzige Grundlage, warum Menschen an sowas glauben, ist, die müssen sich gar nicht vorbereiten, aufgrund dessen, dass sie mal bekannt haben, dass Jesus der Herr ist, wenn sie weggenommen werden. Das stimmt nicht. Also die Vorbereitung, die notwendig ist, ist, bereite dich innerlich auf das Reich Gottes vor und dass er dir Widerstand und Kraft schenkt, das zu machen, was er möchte, ohne rebellisch zu sein, ohne Aufruhr, mit seinem Geist, aber dennoch standhaft zu sein. Das ist eine Sache. Und noch eine Sache, wenn du physisch deinen Wohnort wechseln kannst oder möchtest und es dir gegeben und du hast noch irgendwo in einem fernen Land oder irgendwo, wo du mal warst, die Möglichkeit, dich niederzulassen, dann tu das bitte. Dann denk drüber nach, das zu tun. Vielleicht ist das eine gute Zeit, das zu machen. Ja? Denk gerne drüber nach, was du alles machen kannst, um die kommende Zeit zu überstehen. Mach es mit Vertrauen, mach es durch Glaube, mach es durch Wachsamkeit, aber sei gewiss, dass wir mittendrin sind. Diese Dinge, die in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren beschlossen wurden, die gab es noch nie. Und wirklich Zeit für höchste Achtsamkeit. Ich hoffe, dass dieser kurze Vortrag dir etwas bringen konnte. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.